Oh nein. Hat die sich erhängt? Oh nein, hat die sich erhängt? Hat die sich erhängt? Oh scheiße. Oh scheiße. She can't die. Oh scheiße. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Scheiße. Scheiße. Zeit angehalten, beziehungsweise sie. Oh nein. Und die ganzen Vögel versperren mir den Scheißweg. Oh je, oh je, oh je. Hoffentlich kann ich die retten. Ich will nicht, dass sie stirbt. Ja, und du rennst ein bisschen zu spät los, mein Lieber. Mein lieber, lieber Freund. Schnell rein. Beeil dich. Max, stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Oh, I'm here for you, you're my friend. Oh, scheiße, ich glaube, das ist alles jetzt extrem wichtig, was wir sagen. I'll always be here for you, Kate. My new motto is, friends come first. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing! I wasn't sure too dangerous for us. I mean, wir brauchen mehr Beweise. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything.
Be strong, everybody will forget. Oh je. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Kate, there are billions of videos out there. Yours will fade away like white noise. Oh God, please, Max. You haven't seen the looks I get. Or the laugh. I understand, truly. I get bullied too. But this is a blip. Yep, my life is a blip. Blackwell taught me I'm worthless. I'll prove it right now. Nein. Kate, you can't do this to all the people who care about you. No, nobody cares about me. Nobody. Your sister, your mother, your father. Also der Vater hat ja um sie sich Sorgen gemacht. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. See? You're not alone. And nobody down there wants to see you up here. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Oh, jetzt ist dieses Zitat des Proverbs war durchgesprochen, durchgestrichen. Selbstmord ist eine Sünde. Matthew, das hat sie ja nicht durchgestrichen. Ich hoffe, das ist jetzt stimmt. Ja, ich glaube, das war Matthew. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Like I said, I care about you. I know this passage means a lot to you. Oh Gott, bitte komm da runter. Rutsch nicht aus. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Oh God. Now I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Nathan dosed her. Jefferson made her cry. David bullied her. Naja, es ist ja eigentlich Nathans Schuld. Warum soll ich jetzt den Mr. Jefferson anschwärzen oder den David? Aber der David fotografiert sie halt. Und außerdem, warum hockt da die Victoria nicht dabei? Ich finde, die hat es ja wohl auch mit am meisten verdient. Ich glaube, ich pet's jetzt. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? You can't.
She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Oh, scheiße. Ja, so finde ich's kacke. Da bin ich ja jetzt suspendiert. Weil die Arschlöcher mir alle nicht glauben. Jetzt hätte ich halt dem Rektor vielleicht doch direkt sagen sollen, dass er eine Waffe hatte. Und da der David mich jetzt angeschwärzt hat, schwärze ich ihn jetzt auch an. Weil einen direkten Beweis, dass jetzt der Nathan es war, gibt's ja gar nicht. Vielleicht muss ich den Beweis ja noch finden. Und dass der David sie blöd angemacht hat, sie fotografiert, das haben wir auch gesehen. Und ich mach das jetzt einfach mal. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little. Shh. Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Oh Mann, das ist so eine scheiß Entscheidung. Ich will eigentlich den David nicht anschwärzen, weil der bestimmt noch kacke zu uns sein wird. Andererseits, vielleicht ist er ja wirklich nur besorgt um die Kate Marsh. Andererseits, warum macht er dann dauernd Fotos von der und hat sie so komisch angeschwätzt? Aber den Nathan will ich... It's so nice to hang out here in this office. Und den Nathan will ich irgendwie auch... Ja, ich weiß nicht, ob ich den anschwärzen soll oder nicht. Weil er... Man weiß ja gar nicht, ob er sie jetzt unter Drogen gesetzt hat. Ich will halt auch nicht von der Schule suspendiert werden. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Jetzt wäre ein Livestream wäre jetzt echt gut. Ich würde sagen, ich unterschreibe das jetzt einfach mal so. Und hätte ich doch nur dieses blöde Foto von dem gemacht. Ich glaube, ich lasse den Nathan noch. Vielleicht kriege ich da noch was raus. Oh Gott, ich hoffe, dass ich das nicht bereue. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but
There's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I believe anything this week. Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Ich liebe die Musik von Life is Strange. Die habe ich mir auch schon alle gedownloadet, die Lieder. Ich hoffe, dass meine Entscheidung jetzt richtig war. Ich bezweifle es etwas. Vielleicht hätte ich auch suspendiert werden müssen, um in dieser Zeit, wo ich nicht zur Schule gehe, Dinge rauszufinden. Ich glaube, es war richtig, den Nathan jetzt nicht zu verpetzen, weil ich vielleicht so echt noch Beweise rausbekomme. Aber ich weiß wirklich nicht. Das Spiel hat so viel Konsequenzen, das hätte ich nicht gedacht. Es ist wirklich noch viel krasser als jetzt in Heavy Rain oder in Beyond Two Souls, wo man es einigermaßen absehen kann, was passiert. Aber das mit dem Foto, dass es jetzt auch noch so wichtig wird, dass ich das eben mache, während der David die Kate fertig macht, das hätte ich nicht gedacht. Und auch das am Ende, da ist irgendjemand, der quasi über die Rachel Amber einen Ordner führt, über eine Kelly und jetzt noch über die Kate. Und diese Person nimmt Tabletten und so wie ich es gesehen habe, trinkt die Alkohol. Und Tabletten haben wir doch auch bei der
Chloe im Haus gefunden, im Bad. Aber ich glaube nicht, dass der David was damit zu tun hat. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube auch echt, dass der David einer ist, der die Leute beschützen will. Dass man den jetzt nur als schwarzen Peter oder als falschen Verdächtigen eben sieht. Aber ich bin wirklich mal gespannt, was da noch rauskommt. Ich reg mich jetzt schon total auf, dass der dritte Teil noch nicht draußen ist. Ich möchte ihn jetzt direkt spielen. Und ich glaube, das Spiel, das muss man echt öfters durchspielen. Ich glaube, erst am Ende weiß man nämlich, was für Entscheidungen richtig sind und was für welche falsch waren. Beziehungsweise falsch und richtig, aber was eben okay war. Und die Kate, die hätte nämlich auch sterben können. Ich dachte eigentlich auch, sie stirbt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie retten kann, weil es gibt normalerweise springt die nämlich vom Dach runter. Jetzt bin ich nämlich froh, dass ich sie gerettet habe. Andererseits denke ich mir, vielleicht, traurig wie es ist, hätte man ja auch den Tod von ihr gebraucht. Man weiß es nicht, ob das irgendwie wichtig war. Und ich glaube auch, dass die Chloe, weil ich die jetzt schon zum zweiten Mal gerettet habe, so wie in, dass sie eigentlich zum Tod verdammt ist, dass man ihr eigentlich gar nicht helfen muss, dass man sie immer und immer wieder und wieder retten muss, so wie in Final Destination, dass quasi der Tod immer wieder kommt. Und ich find's auch komisch, dass der Max ihre Nase immer so blutet. Ich glaube, dieses Zeit-Zurückspulen könnte sie sogar selbst umbringen. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich bin mal gespannt, ob sich das auch bewahrheitet. Ich hoffe es natürlich nicht. Es wäre sehr traurig, aber dieses Nasebluten und dieses Kräftezehren, vielleicht hatte ja auch die Rachel Amber solche Kräfte und ist deswegen gestorben. Man weiß es nicht. Ich bin aber gespannt. Möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Es freut mich wirklich. Ich freue mich auch über Tipps und Verbesserungsvorschläge, wie immer. Ihr könnt mich auf YouTube kostenlos abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben sehr freuen. Oder ihr verfolgt mich auf meiner Facebook-Seite. Da bin ich auch unter Saftiges Gnu zu finden. Dort gebe ich auch meine Livestreams bekannt, an welchen Tagen ich eben livestreamen werde in Zukunft. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf Episode 3. Bis bald!